Soll mir wenn jetzt einmal nicht wiederholen, ich will jetzt nicht immer wieder dasselbe sagen, dass du mich jetzt ausdenkst und so weiter, sondern wir werden jetzt gleich einmal Tacheles reden, weil die Leute sich ja immer so langweilen, weil ich immer alles wiederhole, weil ich einmal nicht etwas wiederholen. Ich muss natürlich kurz was wiederholen, dass wir Grundlage legen. Und zwar machen wir uns jetzt einmal Gedanken über die 32 Seiten. Die 16 Seiten habe ich ausgiebig erklärt, die sollten eigentlich verstanden sein. Ich erkläre die 16 Seiten. Jeder Gedanke, den du denkst, jetzt hast du mal zwei Seiten. Wo zwei sind, sind vier. Du musst dir mal vorstellen, einfach denk an ein klassisches Bild. Wenn wir ein klassisches Bild gedruckt haben, brauchen wir zu den Dia positiv immer ein Dia negativ. Positiv und negativ ist plus minus und die beide, wenn wir zusammenklappen, dann ist es eigentlich nichts. Es entspringt aus nichts. Du siehst eine Seite und es muss im Hintergrund eine gespiegelte Seite sein. Schönes Beispiel, Diapositiv, Negativ oder noch schöner, der Wellenberg und das Wellental. Aber sobald wir uns jetzt die zwei denken, wenn ich jetzt sage, das ist das Bild, die zwei sind im Kopf, im Kind, beelet, dann müssen ja nochmal auf der anderen Seite auch zwei sein. Das heißt jetzt, mein klassisches Beispiel vom Diabeamer, vom Diaprojektor, dass wenn wir ein Bild projizieren, muss ja irgendwo das Negativ, nenne ich jetzt das einmal, dieses Projektionsdisplay in dem Videobeamer sein. Beim klassischen Film ist es das Dia. Die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung erfordert immer zwei. Wenn wir das Dia in die Mitte setzen, haben wir auf der einen Seite das Licht der Lampe, die nicht flackert, und auf der anderen Seite haben wir das ständig Flackernde. Okay? Gut. Und das Ganze erkläre ich mit der Tasse. Ich spreche das nur nochmal an. Ich sage immer, wir haben einen Henkel rechts, wir haben einen Henkel links, wir haben einen Henkel in der Mitte und wir haben keinen Henkel. Dann können wir das Ganze und so weiter und so weiter. Da gehe ich nicht mehr drauf ein. Jetzt machen wir dieselbe Tasse. Jetzt erkläre ich dir diese Seiten ohne die Henkel, dass das klarer wird. Du denkst dir ein Glas, ein ganz normales Glas, ein Wasserglas. Und wir schreiben jetzt statt der Tasse, und wir schreiben auf diese Tasse, Entschuldigung, auf dieses Wasserglas, schreiben wir statt diese vier Seiten mit dem Henkel, schreiben wir einfach die Ziffern 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt kannst du sagen, wenn wir jetzt da rumgehen, wir machen das Glas viereckig wie ein Whiskyglas. Dann haben wir eine Einserseite, eine Zweierseite, eine Dreierseite, eine Viererseite. Das ist einmal das Erste. Wir können jetzt das ganze Spiel machen, dass wir das Glas auf den Kopf stellen und dann gehen wir rum und dann sehen wir wieder eins, zwei, drei, vier auf dem Kopf stehend. Das heißt, das sind zwei Seiten. Ich sehe eigentlich zuerst einmal nur eine Ziffer und da gehört ein Gegenteil dazu und die anderen zwei sind ganz weg. Okay, das ist jetzt das Spiel mit dem Henkel. Mache ich jetzt nur die Ziffern 1, 2, 3, 4, dass das nämlich klarer wird. Und dann, wenn wir diese vier Seiten haben, Glas auf den Kopf gestellt, um das Glas rumgehen, sind es acht Seiten. Und jetzt kommt der nächste Trick. Wir haben ja das, wir sind ja praktisch gedanklich um dieses Glas rumgegangen und haben das von außen angeschaut. Dann haben wir es auf den Kopf gestellt, sind um das Glas rumgegangen. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir denken uns, wir wären in dem Glas drin und wir schauen nach außen. Und dann sehe ich dasselbe Spiel, bloß mit gespiegelten Ziffern. Ich habe einmal 1, 2, 3, 4 spiegelverkehrt, weil ich ja von innen nach außen schaue und dann spiegelverkehrt auf dem Kopf stehen. Das sind die acht Seiten. Wie komme ich jetzt zu den 16, die 16 Seiten, Entschuldigung. Wie komme ich jetzt zu den 32 Seiten? Und das ist jetzt der Trick. Du musst jetzt, wir haben zwar hier schon ein ausgedachtes Innen und ein ausgedachtes Außen als Blickrichtung, aber in all diesen Fällen, die du dir denkst, stellen wir uns zuerst einmal das Glas vor, wie ich das gesagt habe. Das ist etwas Ausgedachtes. Und dann fahren wir zuerst um die Tasse rum und dann machen wir dasselbe Spiel, dass wir denken, wir würden von innen nach außen schauen, aber diesen Geist, der jetzt schaut, der in der Tasse drin sitzt, nach außen schaut, ist schon ein ausgedachter Geist. Und Nehmen jetzt alle musst weg. du die Relativitätstheorie verstanden haben, aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Jetzt musst du die Relativitätstheorie verstanden haben. Da spricht man immer von einem bewegten Beobachter und von einem ruhenden Beobachter. Die kann man austauschen. Einfaches Beispiel: Wir denken uns jetzt die Erdkugel aus und du sitzt auf der Erdkugel und eine Rakete fliegt an dir vorbei. Und wenn du nach oben schaust, veränderst du den Blickwinkel, weil du der Rakete folgst und du setzt dich ja auf der Erdkugel ruhend. Und dann du den Eindruck, dass durch dein Gesichtsfeld mehr oder weniger die Rakete durchfliegt, dann bist du der ruhende Beobachter und die Rakete ist das bewegte Objekt. Sitzt du
der Rakete und du schaust aus dem Fenster, dann meinst du, wenn du an einer Erdkugel vorbeifliegst, kriegst du ja nicht mit, dass du dich bewegst. Und dann fliegt die Erdkugel an dir vorbei. Ich könnte auch sagen, du sitzt im Zugabteil, die Sache haben wir so oft durchgespielt. Man kann immer, und das ist das Relative, den bewegten Ausgedachten und den ruhenden Ausgedachten austauschen. Wenn du dich selber als ruhend denkst, bewegt sich das, was du siehst. Okay, und darum ist es austauschbar. Und dasselbe gilt jetzt hier, dass du dir einen ausgedachten Inneren ist nicht der eigentliche Innere. Das heißt, mir kriegen jetzt 32 Seiten, dass du jetzt wirklich der Innere bist, der sich diese beiden, den in der Tasse, der aus der Tasse herausschaut und der um die Tasse rumgeht, du denkst dir beide aus. Ich denke mir Das beide ist aus. jetzt sehr elementar. Ja. Mache ich hier nämlich ein kleines Spiel, dann kriegen wir 32 Seiten. Ja. Das ist immer, das ist wie wenn ich jetzt auch ein ausgedachter Geist ist kein Geist und ein ausgedachter Innerster, der innen sitzt, ist immer noch in der Peripherie. Das ringsum du trägst alles in dir, die ausgedachten Ruhenden und die ausgedachten Inneren. Aber ich will jetzt mal in die Sprache reingehen. Darum sage ich, jetzt muss man Grundlagenwissen haben und dazu machen wir jetzt einen kleinen Trick. Wir schauen uns das dann mal die Worte genauer an und darum habe ich gerade schnell die Bezeichnung gemacht. Da muss ich jetzt den Bildschirm übertragen. Gib mal immer wieder ein Laut, weil wenn ich jetzt spreche, Mache ich. falls was mit der Leitung sein sollte, schauen wir uns mal ganz kurz dieses kleine Ding an. Und zwar ist jetzt, ich habe hier die Buchstaben in Kleinbuchstaben, B, D, Kopf, also Q und P. Und das sieht jetzt schon sehr eigenartig aus, wenn wir da ein Kreuz reinsetzen. Das ist im Fiegenstall-Vortrag schon einmal angesprochen worden. Okay, das ist jetzt schon sehr, sehr interessant, einmal in Spiegelung, wenn man jetzt statt 1, 2, 3, 4 diese Buchstaben auf die Tasse draufschreibt. Wir machen jetzt diese 32, beziehungsweise jetzt hast du mal die 16 Seiten, wenn wir die durchspielen, die ausgedachten, dann wirst du feststellen, dass die sich, jeder dieser Buchstabe, in jedem Buchstaben verändern, je nachdem, ob man auf dem Kopf stehen sehen, ob man spiegelverkehrt sehen, das rastert, jeder dieser Buchstaben rastert komplett diese ganzen Versionen durch. Das sind vier, da jeder Buchstabe vier Zustände hat. Originalabbildung auf dem Kopf stehend, original spiegelverkehrt und spiegelverkehrt auf dem Kopf stehend. Kriegen wir hier 16 Seiten. Okay? Das sind unsere 16 Seiten. Da, sobald 16 da sind, nochmal 16 da sein, kommen wir zu 32. Was mir jetzt wichtig ist, du musst jetzt folgende Vorstellung haben, es ist ein Unterschied, ob du dir 16 einzelne Facetten ausdenkst. Es ist wie mit unserem Tetraederspiegel. Machen wir das hier oben weg nochmal. Es ist wie mit unserem Tetraederspiegel, wenn du jetzt immer mal auf das kleine Bild auf den Udo achten unten, Ja, habe ich. wenn du die Aufnahme anschaust, dass wir normalerweise diskret denken, wir denken uns was aus. Es geht mal diese 1-4er-Struktur, dass ich doch immer sage, wir denken uns ein Zentrum und die vier Spiegel drumherum. In Wirklichkeit ist aber ja außen nichts, sondern es ist ein 1 durch. Ja. Das heißt, du betätigst, sobald du in eine Seite reinschaust, eine Division. Das ist wie wenn ich jetzt sage, das Zentrum ist jetzt eine ganz grobe Metapher. Das Zentrum wäre eine Wohnung. Das ist die Kollektion. Und sobald ich an ein Zimmer denke, denke ich an eine Facette von mir selber. Jede Perspektive ist eine Facette von dieser Einheit. Es ist nicht, dass die Einheit ein Einzelsegment in der Mitte ist und die Facetten sind außen drum herum. Das ist dieser aufgespiegelte Spiegeltunnel, wo wir immer wieder sehen, wenn ich sage, es gibt ja nur einen Kopf, einen Reih. Und die vielen Spiegel sind Facetten, Divisionen von diesem eins durch, von diesem eigentlichen Schöpferkopf. Die waren aber ausgedacht und darum hast du den Eindruck, dass die um dich herum sind. Aber sind sie nicht. Aber du schaust eigentlich immer in Facetten rein. Die Grundlage bin ich in vielen, vielen Variationen in den Selbstgesprächen darauf eingegangen. Ich will jetzt aber mal die Verbindung dir zeigen zur hebräischen Sprache, dass da wirklich ein Code drin ist. Und zwar, bevor ich jetzt da los, es ist immer wieder dieses Plus 1, Minus 1. Ich denke mir eins aus, das ich mir vorstelle. Wenn ich natürlich jetzt 1 durch 1 mache, bleibt es 1. Wenn ich jetzt aber 1, wenn ich jetzt 4 Spiegel mir denke, ausgedachte Spiegel. Das ist RAI blau geschrieben,
Da können wir jetzt gleich einmal hier ganz kurz in den Geometrie Explorer. Wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Rai, ja. Es ist wichtig, dass man das kennt, es ist rot geschrieben, ist das der Kopf des Schöpfergott. Mhm. Blau geschrieben ist es ja eine Berechnung, ist immer eine Schöpfung deines Intellekts. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt diese Spiegelung machen, gilt es auch für den Spiegel. Denke ich mich als die undenkbare Eins, die allumfassend ist, dann ist es eins durch. Dann habe ich vier Facetten von mir selber. Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, wenn du das jetzt rechnest, 1 durch 4 ist ja 0,25. Ja. Mach das bitte mal her. Und da ist es, den brauchen wir, ist 0,25. Ja. Wenn ich jetzt 0,25 hinschreibe, ich bleibe mal, denk einfach, ich schreibe hier 0,25, mache ich da mal, das können wir wieder wegmachen. Dann ist diese 0, ist praktisch der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Das ist ja Gott. Das ja. heißt, wir können dafür ein I setzen, beziehungsweise ja. ein J. Und 2,5, die 25, das habe ich schon mal angesprochen, könnte ich jetzt 5 plus 5, ach, sorry, 5, und da mache ich jetzt das W, ist Unzeichen des Hebräische, plus 5. Dann steht jetzt hier bei die 1,4er-Struktur steckt eigentlich das JHBH schon mit drin. Okay? Da bin ich drauf eingegangen. Jetzt ist die Diagonale von 25, ist die Wurzel 25, ist plus 5 minus 5. Ja. Jetzt erinnere dich an das, was ich dir gesagt habe, hier diese kleine Formel, ich mache das nochmal, da unten ist 1 durch 81. Ja. Das ist ja schon hier, ist, wenn man das jetzt wirklich ausrechnet, mhm. gibt es 0,01234567891. 10, 11, 12, wenn man das in Klammern setzt, das habe ich auch schon erklärt, wie das funktioniert. Ja. Und das ist ja ein Neuntel 1 durch 9 mal 1 durch 9. Ja. Also ein Neuntel mal ein Neuntel. Ja. Jetzt haben wir schon die Spiegelungen, du merkst, wie wichtig dieser Kehrwert, wie man das ist, nennt. Ja, Kehrwert. Wenn wir das Spiel jetzt weitermachen, kann ich dir gleich sagen, dieses 0 vor dem Komma ist all. Ja. Nach dem Komma wird es auseinandergeschmissen, das ist la. Ja. Das ist ja nichts. Ende. Komma. Und dann wird es, wir können da auch so ein Querzeichen machen und dann kommt la. Das ist, heißt auch ja, nichts ja. auseinandergeschmissen. Ja. Und dann kommt 625. Okay? Ja. Das lassen wir mal stehen. Wir schauen dann gleich einmal den Wert 625 nach und den bauen wir ganz, ganz einfach auf. Ich weiß, jetzt wollen wir ein bisschen komplizierter. Wichtig ist, diese 2,16 praktisch, ich könnte jetzt sagen, das ist die dividierte 16, 1 durch und die 16, die wir uns ausdenken. Ja. Ergeben zusammen 32. 32. Und diese 32 ist ja lieb. Ja. LB. Das ist jetzt unter anderem 32. Genau. Und da haben wir jetzt unser Herz. Jetzt ist wichtig, wir können das ja auch rot und blau lesen. Das heißt, das ist ja. Licht, das verbunden ist. Ja. Darum heißt hier das auch das Innerste, die Mitte. Ja. Klassische Übersetzung in übertragener Weise. Mhm. Auch das Symbol des Herzens. Du musst mit dem Herzen denken. Das ist natürlich nicht ja. dieses Herz, das schlägt. Und dann haben wir das Licht, das ausgedachte physikalische Licht, das außen ist und das zwangsläufig polar ist, weil das ja Lichtwellen sind. Darum sind es Gedankenwellen. Ausgedachte Lichtwellen, die du nie sehen kannst, sind Gedankenwelt. Ich könnte jetzt da noch viel, viel tiefer reingehen. Das ist das innere Wissen. Ist dein Denken. DN heißt Urteilen und Kennen ist das Fundament. F unter haben wir schon. Diese Facette wird eine Welle, die du dir über dich drüber legst. ÜBR. Ja. Endior und Lügen verbreitest. Die du dir um dich herum in Raum und Zeit ausdenkst. Wir können das jetzt spiegeln. Wir machen nur mit Spiegelungen. Dann haben wir BAL. BL. Das hast du jetzt erst einmal rot gelesen, im Licht, verbunden Licht, außerhalb des Außenlicht, darum heißt es im Licht und polares Licht außen, das sind die Lichtschatten. Ja. Hm, ja.
im Innenlicht, Licht ist kein Unterschied, bla bla bla, das kann man sicher in Ruhe durchlesen, wenn du dir das Genau. herholst. Das ist die erste Spiegelung. Und ich gehe jetzt ganz kurz mal auf die 625 rein. Und zwar gibt es ein schönes Wort im Hebräischen. Okay, das schreibt sich also folgendermaßen. Ziemlich langes Wort. Warte, jetzt habe ich was verkehrt gemacht. Entschuldigung. Spinne ich jetzt an? Hoffentlich verheue ich mich jetzt nicht. Jetzt haben wir die 6,25. Das ist das absolute Liebesspiel, beginnt mit Allah. Oh ja. Alles null, das Nichts vor dem Koma, das ist die Implosion, das fällt ins Koma, dann explodiert es, das ist La, und dann kommen die 6,25, das Liebesspiel und die Liebelei. Ja. Die Liebe ist ein raumzeitliches Spiel, das ist ein Flirt, eine Liebelei. Und wir schauen uns jetzt einmal, dieses Wort Liebesspiel setzt sich nämlich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich aus Ahava, das ist das hebräische Wort für Liebe, und Beim heißt im Meer. Es Absolut passiert immer im Meer. mehr. Okay? Ist sehr interessant. Aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Wir machen jetzt noch mal kleine Facetten aus, was sich das zusammensetzt. Muss man genau im Gedanken folgen. Man muss natürlich die Grundlagen haben. Wir schauen uns erst einmal Aha an. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Da haben wir jetzt die Schöpferquintessenz und die schöpferische Wahrnehmung. Schöpfer ist die Quintessenz und die Schöpfung ist immer eine Wahrnehmung. Absolut. Ausgedacht, schöpferisch ist zwangsläufig dann der Intellekt. Gut? Dann machen wir die nächste Radix. Ich gehe das mal AHB. Wir springen ja immer wieder zurück, dass wir das sehen, was da drin steckt. Okay, um was liebhaben zu müssen, brauchen wir zuerst einmal einen Freund, den du lieben kannst. Er liebt dir, er begehre. Und das ist also der Hifil. Das heißt, er lässt lieben. Du musst mich natürlich in dir tun lassen, dass du anfängst zu lieben. Geht Absolut. nicht so einfach, weil ich es dir nicht befehlen kann. Jemanden zu lieben kann man nicht befehlen. Das muss was sein, was du selber tun musst. Das ist Liebe deine Feinde. Ich habe Absolut. so oft darauf hingewiesen, alles, was du unter Zwang tust, ist keine Liebe. Das heißt, alles, was du auf deinem Programm hast, die Mutterliebe, die Sexualität, die Liebe zum Kind, von den Kindern zu den Eltern und so weiter und so fort, alles, was du blau liebst, das ist blaue Liebe und blaue Liebe ist unter Zwang. Liebe in Freiheit, wirkliche Liebe in Freiheit ist nur möglich, wenn du dein Programm verläufst. Du musst unlogisch werden. Das ist dieser Satz, liebe deine Feinde. Sobald du anfängst, deine Feinde zu lieben, hast du das erste Mal freie Liebe empfunden. Hat auch mit Vergebung zu tun. Okay? Können wir jetzt auch wieder sehr viele Untersysteme auffächern? Wir springen ja wieder zurück. Als nächstes haben wir HPH. Jetzt wird es interessant, wenn wir rot lesen, heißt es, hier, das klingt natürlich komisch, das sind zwei Quintessenzen, die verbunden sind. Was sind die zwei Quintessenzen, die verbunden sind, die eigentlich eins sind? Das ist das JCH und das ICH. Macht das einen Sinn? Absolut. Darum heißt es hier, gib, komm, lass uns, lasset uns wohl an, her damit. Das ist dieses Spiel. Dieses Spiel im Blauen, das, die Lampe im Projektor, wo ich immer wieder sage, dass das rote Ich darstellt, kann nichts machen ohne die Energiequelle, das ist JCH. Das heißt, es gibt ja kein rotes Ich, das ein Buch zum Leben erweckt, wenn da nicht zuerst einmal der vorm Bücherregal ist, dieses JCH ist, der sich selbst zu dem roten Ich macht. Darum sind Das die eins. genau. Folgen? Absolut. Was hier übrigens immer sehr wichtig ist, wenn wir hier reinfahren, ich habe gerade was vergessen. Ich wollte nämlich hier ganz kurz, was jetzt nämlich wichtig ist bei dem Zeug, du musst dir die Zahlen mit anschauen. Das ist nämlich 6,6. Kriegst den verwaltenden Wert von Aleph. Die Schöpferquintessenz.
ist der verborgene Wert des Aleph. Der Pyramidenwert ist die rote 7 und die rote 7, wissen wir, ist die Vollkommenheit, das Allsein. Ja. Ja. Und das ist das Aleph. Darf ich eine Frage stellen, dass ich die auch nicht bringe? Weil du gesagt hast, die 6,6 ergibt die. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast gesagt, Totalwert äußere 6,6 und dann gehst du gleich... Die 6,6, pass auf, der Totalwert ist die rote 6, der äußere Wert ist die blaue 6. Okay, jetzt hast du es, ja. Total heißt, ist alles verbunden. Der äußere Wert ist aufgespannt. Das kam im Hintergrund auch. Liegt das Aleph. Ja, okay. Aleph, jetzt habe ich es. Der Abbasch ist eine Gestalt gewordene Geburt. Wir müssen es immer wieder spiegeln, da gehe ich aber nicht drauf ein. Da haben wir jetzt im Pyramidenwert 7 rot. Ich gebe mal ganz kurz die 7 ein. Wir wissen ja, die 7 ist rot geschrieben, die Sattheit, die Fülle des bewussten Geistes. Und blau ist dann die Selektion. Ja. Okay? Ja. Das Ahab, der Freund, jetzt wird es interessant, Totalwert ist die Kollektion, der äußere Wert ist die blaue Kollektion. Super, passt. Gut? Mhm. Pyramidenwert ist jetzt, blau ist eine intellektuelle Wahrnehmung, wenn wir den rot machen, ist es Gott. Ja. Kannst folgen? Ja, kann ich. Gut. Jetzt pass auf, jetzt haben wir hier, der spiegelt sich jetzt. HBH, ich sage immer, Grutsch um eins, denk an die Ichs, die mir durchlaufen sind. Ja. BHB, jetzt wird schon interessant. BHB, jetzt machen wir die Quintessenz in der Mitte und dann spiegelt sich, da haben wir jetzt kein Wort dafür. Okay. Da wird es natürlich, da gebe ich auch immer einen Tipp. Da ist die Quintessenz in der Mitte und wir haben also hier jetzt aus den 2, 4 gemacht. Ja. Okay, wir haben ja 4 Phasen im Einheitskreis. Jetzt ist innen der Spiegel und der äußere Wert sind die Spiegelungen. Unglaublich, ja. Okay, Pyramidenwert, das bin jetzt ich. Ich, wow. Gut? Ja, krass, ey. Wir können das schon nur weiterspielen. Das ist, ich will nur zeigen, dass hier ein arithmetisches System im Hintergrund mitläuft, das also hier untrennbar verbunden ist mit dir. Und jetzt kommt das Ganze, spielt sich natürlich auf im Meer. Das heißt ja zuerst einmal, Beim heißt ja im Meer, absolut. Aber was jetzt interessant ist, das heißt inszenieren, das hebräische, neuhebräische Wort im Langentscheid und Regie führen. Wer inszeniert das Ganze und wo sitzt der, der Regie führt? Im Meer. Im Meer. Ja. Ganz nebenbei. Außen tritt er als Ben in Erscheinung. Ben. Das ist Ben. 52. Ja. Das ist jetzt nur das erste Wort. Wir müssen jetzt natürlich einmal Folgendes machen, wenn ich zurückgehe und wir schauen uns mal hier diese 625. Wenn wir mal jetzt schauen wir mal alle mit dem Totalwert 6,25. Das beginnt mit dieser Liebelei, mit dem Liebesspiel. Genau. Wir können dasselbe Spiel jetzt mit jeder Kleinigkeit machen. Das nächste Wort, wo dann kommt, heißt nach hinten, das wäre natürlich vielfältiger, wenn wir das mehr aufrechnen, können wir noch Wörter reinschieben, die es in den Wörterbüchern noch gar nicht gibt. Das Ganze, wir müssen zuerst einmal nach hinten. Entschat, wissen wir, heißt ruhend und ha in den ist immer in dann. Das heißt, die ruhende, das müsste jetzt rot sein, die ruhende Quintessenz indern. Ja. Die musst du dir aber immer rückwärts denken, weil das immer hinter dem, hintern, hinter dem ist, was du dir ausdenkst, egal in welche Richtung du schaust. Ja. Die Grundradix von diesen nach hinten ist AZR, da haben wir das jetzt hier, der die Verantwortung trägt und die Garantie trägt. Ache ist ein anderer. Da tauscht sich ja nur die letzten Buchstaben. Das warft man mal raus. Ich will da nicht auf die Grammatik gehen. Dieses A-Z-R, wenn wir uns mal ganz kurz anschauen. Das ist das hebräische Wort für jemand anderer. Ein anderer. Schau. A-N-D, wissen wir ja, heißt, ich werde auf- und abschwingen. Ja. Wenn wir das jetzt eingeben, N-D, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Die existierende Öffnung heißt hin und her schwingen, in Bewegung setzen, schwingen, auf und ab. Ich bleibe jetzt einmal bei den Gedankenwellen. Ich kann mir das natürlich auch longitudinal denken. Und Aleph als Vorsilbe gelesen heißt der Imperfekt, ich werde auf und ab schwingen. Zwangsläufig werden zwei Sachen erweckt. Erweckt, erweckt. Nämlich der Wellenberg und das Wellendorf. Ja.
Wenn ich jetzt longitudinal denke, meine ich, dass die aufeinander folgen. Ja. Die säumen mich ein. Die sind um mich herum, meine Gedankenwellen. Okay? Ja. Sich verspäten. Wir gehen dann nochmal zurück. Sorry, da will ich her. Dann kommt also hier sein Ende, das Äußerste, das Letzte, der Ausgang, das übrig gebliebene. Immer dran denken, du kannst es Plus und Minus machen, wenn man das rot macht. Ich könnte jetzt da jede Kleinigkeit erklären. Du musst nur das System wissen. Wichtig ist, momentan geht es mir, dass du das System verstehst. Ja. Das sind so viele Kleinigkeiten. Ich erinnere zum Beispiel hier, glaube ich, eine Folge, wo reingestellt hat, meine 4Xs im Blindfeld-Vortrag habe ich diese kleine Tabelle mit den 4Xs, die ich immer wieder anspreche. Und der hat sich hingesetzt und hat auch diese kleine Schrift hier rausgebracht. Die können wir eventuell das Selbstgespräch dranhängen. Ja. Und wo er dann selber schreibt, er setzt sich da hin und macht sich jetzt eigene Gedanken, weil da hebräische Wörter drin sind, schaut in den Gematrie-Explorer rein und dann wurde er inspiriert. Und er war schockiert, ratzfatz waren das 21 Seiten. Und sobald du dir jetzt denkst, oh, jetzt habe ich 21 Seiten gedacht, du hast jeden Moment jetzt gedacht, hängst du schon wieder in einem Chat fest. So ist das. So funktioniert es. Ja, so ist das. Das ist es, ob man das jetzt hinschreibt. Die Ritter, du kannst jetzt das aufschreiben, das ist aber gar nicht nötig. Wichtig ist, dass du das zulässt in dir, dass du die Sachen durchdenkst. Und dann kommst du wirklich in einen zeitlosen Zustand. Muss ich dir nicht erzählen, okay? Und jetzt ist das auch korrekt übersetzt mit dem Waff am Ende. Sein Ende, sein Äußerstes, das Übrige. Seine Nachkommenschaft und seine Zukunft. Das ist natürlich jetzt immer raumzeitlich ausgelegt. Das Ganze ist Tod, schau. Sym ist zusammen, nicht zusammen, nicht zusammen. Kannst du das sehen? Das ist eine Rückübersetzung. Ja, absolut. Das ist eine Hebraisierung. Das heißt, eine nicht zusammenseiende, das Sym, die Abkürzung für Griechisch. Ja. Ein nicht zusammenseiendes Wissen ist tot, ist so viel Gestaltwerdung. Ja, das ist cool, ja. Okay, und das Ganze passiert, kriegst du auf deinen Wegen zu sehen, die ja letztendlich alles nur Facetten von dem einen Weg sind. Anfangszeichen, alles weiß offen. Gut. Ja. Jetzt kommt das nächste Wort. Also ihr kommt, kam, geht, ihr geht hinein, hineingehen. In eurem Kommen. Komm ist zusammengeschmissen, MN Gestalt geworden, Existenz, Männer ist aber wieder trennen. Das ist immer Wellenberg und Wellendal, obwohl es getrennt erscheint, ist es letztendlich, hebt es sich immer im Nichts auf, weil letzten Endes spitzt sich alles im Urknall selbst ab. Der dehnt sich raubzeitlich aus. So ist das. Ja. In mir ist die Schöpfung, sagt schon wieder. Unrecht begehen, interfraktionell, innen auseinandergebrochen. Inter heißt jetzt erst einmal innen, Fraktio ist auseinandergebrochen. Ja. Das ist parteiübergreifend oder interfraktional, ich sage immer wieder, die Parteien selber sind zwar getrennt, es sind Fraktionen, aber innerhalb der Fraktionen, innerhalb einer Partei sind die wieder zerstritten. Ja. Das ist aber nichts Negatives, es ist letztendlich, sobald ich eine Kollektion habe, ist diese Kollektion besteht immer aus vielen Facetten und jede dieser Facetten ist dann wieder eine Kollektion. Jede Facette kann ich mir wieder zerdenken. Das steckt alles in diesem Wappen mit drin. Jetzt können wir das, wenn wir das jetzt einzeln in so kleinen Schritten machen, wirst du feststellen, dass hier die komplette Erklärung drin steckt. Vor allem, wenn man dann die Worte wieder rückübersetzt. Genau, PL, alles sehr. Jetzt kommen wir zu die Dudaim, die Liebesäpfel, die beschreibe ich in Du bist ich. Das ist übrigens die Stelle, wo ich dann das erste Mal zeige, wie das Programm gezippt ist. Ja. Wo ich diesen deutschen Satz mache. Du bist ich aufzufinden, zigfach darauf eingegangen. Merkst du, und jetzt kommt dann der Zauberer, schau dir das Wort Zauberer an. Die Geburt ist immer die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. AUB, wissen wir ja, heißt letzten Endes die Beschwörungskunst. Dann wird er erweckt, erweckt. Aber vollkommen erwecken tust du erst was, wenn du zwei Sachen erweckst. Den Plus erwecken und das Minus erwecken. Ja. Und das ist MD, eine gestaltgewordene Öffnung und Med ist immer das Messen. Heißt auch Uniform. Da haben wir dann den Magier und so weiter. Die heimlich und leise Redenden. Nein, nicht. Das kannst du, wieso jetzt das so, das ist ja das Grüne, ist immer wie die Juden das übersetzen. Wieso das mit drin steckt, das steckt hier in den Radix, wenn man lange genug sucht. Ja. Der Geist der Toten. Ich kann jetzt tote Geister lesen oder den Geist der Toten.
Das sind zu viele. Lass die Toten ihre Toten begraben. Jeder lebt in seiner selbstbeschworenen Welt. Ja. Gut, das machen wir jetzt mal gut sein. Mir geht es nur, dass du das Prinzip verstehst. Ja. Jetzt springe ich hier nochmal kurz rein, dass wenn wir jetzt, da will ich jetzt auf diese vier Seiten nochmal eingehen. Pass auf, das müssen wir jetzt auch rot-blau lesen. Ja. Wenn wir uns jetzt hier den Einheitskreis denken, dann ist ja plus plus, da steht jetzt 2. Das Dalet ist ja die Tür, ist die 4. Wir können ja beides, das ist ja die obere Hälfte, die müssen wir rot lesen. Und die 2 steht ja für das Haus. Ja. Am Anfang ist die 2 steht für innen. Wenn wir es dann blau machen, ist es außerhalb. Ja. Das B lesen. Das Dalet ist die Tür. Ja. Okay, und die kann offen sein und die kann geschlossen sein. Wir brauchen immer zuerst einmal, wenn wir was öffnen, brauchen wir 2, darum beginnt ja das Aleph als Ganzes, erscheint ja nicht als Buchstabe. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Aleph nehmen, da habe ich so oft darauf hingewiesen, wenn wir jetzt in höhere Ebenen gehen, das Aleph ist allumfassend. Das ist praktisch diese Urknall, bevor er gegen Alter, das All, alleinstehend. Und wenn man jetzt den Buchstaben Aleph anschaut, ich weise da nochmal darauf hin, schon der Wert, Totalwert ist 1, der äußere Wert ist 1. Wenn ja, nur 1 außen ist, siehst du nichts, weil du einen Unterschied brauchst. Ja. Okay? Ja. Der verborgene Wert ist jetzt 110. Ja. Atbasch ist die rote 400. Mhm. Rote 400 ist das Immerseiende. Ja. Das ist jetzt der Menschengott. Voller Wert haben wir das Aleph. Okay? Im Pyramidenwert natürlich auch nur 1. 1 ist 1, wir brauchen Unterschiede. Ja. Was jetzt schön ist an den Aleph, das kann man in der Holoartigen Medik ansehen, wo ich darauf eingehe, dass das Zeichen Aleph schon sehr vielsagend ist. Wir haben jetzt, können wir sagen, diese Schräg, diese Diagonale. Wenn ja. du dir ein Quadrat rum machst, das wird ja hier auch in der Quadratschrift, wenn wir ein Quadrat rum machen, haben wir hier praktisch oben ein kleines J, das ist der Gott, der sitzt jetzt im Plus Plus. Ja. Und ein gespiegeltes J können wir das sehen, das ist im Minus Minus, das ist der Intellekt. Ja. Wenn wir jetzt hier die Js normal schreiben, ist das plus 10 und minus 10. Ja. Und die 6, die die 2 verbindet. Ja. Dann steckt hier schon das Wort Jahwe drin, das Wort 26. Okay? Ach. Wenn wir die 26 wissen, bei der 26 wissen wir, dass 26 ja symbolisch für unseren JHWH steht. Ja. Und dieses JHWH besteht aus 4 Buchstaben. Ja. Wir machen jetzt diese 4 Buchstaben, das ist die nächste Ebene, machen wir wieder, die zählen wir zu die 26 dazu. 30. Dann kriegen wir 30. Ich. Wir haben praktisch hier ein Zeichen, 4 Buchstaben. Und was ist dann die nächste Ebene, ist ein Wort. Wir haben jetzt das eine Wort noch, immer, wir machen, das macht den Pyramidenwert aus. Wir haben ein Zeichen, dieses Zeichen, in dem Zeichen nochmal, in dem Zeichen Aleph, steckt die Zahl 26. Hammer. Wenn ich 26 als Jahwe hinschreibe, habe ich 4 Buchstaben. Hammer 30. Und das Ganze ergibt nochmal wieder eine Kollektion, machen ein Wort, kriegst du 31. Das ist ja, wieder Aleph. Ja. Das All, das ist Gott. Gut? Ja, jetzt hat es. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, da waren wir, dass wenn wir hier dieses Haus, im Haus ist eine Tür, das ist der rote Bereich. Denk dir, das wäre der Einheitskreis. Ja. Sobald du hier dieses Haus, die Tür öffnest, kriegst du eine Affinität. Ja. Das ist es minus minus. Das heißt jetzt, ein ausgedachter Wellenberg, ich sage jetzt ein ausgedachtes Plus minus und ein ausgedachtes Minus minus. Ich könnte jetzt nochmal sagen, ein ausgedachtes Plus 5 und ein ausgedachtes Minus 5 ist eine Affinität. Ja. Und diese Affinität wird jetzt zu deinem Wissen. Ja. Und dieses Wissen wiederum, jetzt können wir das spiegeln, aber ich merke, das wird jetzt zu Wörter, da müssen wir andere Zeichnungen nehmen. Dieses Wissen wiederum ist dein Körper. Ich sage immer wieder, deine Information ist dein Körper. Ja, der blaue. Das führt dich zu dem Wort Gub. Der Geist, das Gehirn wird zu einem aufgespannten Wissen. Und das ist jetzt dein Körper, die Körperschaft, dein Leib, dein Rumpf, das Schließen von Fenstern. Das ist Geist des UB Alhim.
ist geistig aufgespanntes Wissen oder intellektuell aufgespanntes Wissen. Das haben Genau. wir ja doch. Der Geist ist vereinigt verbundene Weisheit und G, blau gelesenes Gehirn, symbolisiert, materialisiert den Verstand, den Intellekt und das ist aufgespanntes Wissen. Ja. Das kann man hier lesen. Jetzt Ja. kann man das natürlich auch widerspiegeln. Okay, und dann wirst du feststellen, wenn du jetzt hier das spiegelst, in den Spiegel reinläuft, ist ein Erstarren da. Wir kommen in die Zeitlosigkeit von Einzelbildern. Ja. Du kannst es auch ablaufen. Darum jetzt ab, ist ja auch aufblühen. Sobald was in dir aufblüht, aus 1 wird 2 und es beginnt anzulaufen. Das Licht geht auf und dann hast du eine Existenz. Ablaufen. Ablaufen. Ich gehe Das auf. Ganze. Die Gültigkeit verlieren. Das ist jetzt die Frage, ob du das Gull rot liest oder blau liest. Da haben wir Nein. die Welle schon. Schwingt es? Ich könnte jetzt das Verlieren auch lesen. Du verlierst es aus dem Bewusstsein, weil du dir das ausdenkst. Und Der was du Rose Beispiel. ausdenkst, ist K.I., das ist wie buchstabiert. Ja. Du hast überall das Gül mit drin. Schau. Kommt die Gülle her? Das fängt an, sich zu wälzen. Weil du hast jetzt deine sich im Kreise drehen, sich wellen, sich reuzen, das ist es geil. Rot ist es im Geist verbunden, da wälzt sich überhaupt nichts. Egal, wo du dir irgendwas hindenkst. Und das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs. Wir können das, ich habe jetzt nur Sachen angesprochen. Jetzt gehen wir da mal ganz kurz wieder zurück. Aber Ich habe jetzt nur Sachen angesprochen, dass ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich mache mal ein Beispiel, dass ich dir zeige, wie ungenau du bist. Spiel mal bitte mit, wir haben das schon sehr oft gehabt. Ich sage doch normalerweise, schau, wer jetzt dazu kommt, ich schaue dich gleich dazu. Da warte ich jetzt nur einen kleinen Moment. Habe hallo, ich. ich höre dich schon. Hey, Bildschirm, lass mich erzählen gleich weiter. Ich Danke. erzähl gleich diesen weiter. Das ist immer die Ungenauigkeit. Pass auf, jetzt schauen wir mal, ob du selber denken kannst. Ihr kennt mein Beispiel. Hunderte Male habe ich gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, das heißt, jetzt tauchen in dir Geräusche auf und dann wird was passieren. Beobachte mal bitte, was passiert, wie du darauf reagierst. Schau mal bitte zur Tür hin, Augen offen lassen. Schau zur Tür hin, wenn eine in der Gegend ist und schau die Türklinke an. Okay. Wo war die die ganze Zeit? Die hat nicht existiert. Jetzt kommt was Neues dazu. Also nicht glauben, dass ich wieder dasselbe sage. Die hat nicht existiert. Und dann sage ich jetzt, schau in dich rein, was du im tiefsten Innern glaubst. Du stellst dir jetzt die Frage, glaube ich, dass diese Tür auch dann da außen und die Türklinke existiert, wenn ich nicht hinschaue? Und das schaust du einfach, was du glaubst. Ganz ehrlich, schau in dein Wissen, in dein Intellekt rein, was der dir im Inneren, auch wenn du nicht dran denkst, das heißt, wenn dieses Wissen, dieses Steuerprogramm in dir nicht existiert, weil du dir keine Gedanken darüber machst, ist es ja trotzdem da, es wirkt ja in dir. Dann wirst du feststellen, dass du wirklich dir eingestehen musst, zur Zeit, dass du im Normalen glaubst, dass die Sachen da außen sind, auch wenn du nicht dran denkst. Ich sage immer wieder besseren Wissens. Wenn ich jetzt sage, wo ist jetzt der Jan? Jetzt spreche ich das Wort Jan aus und wenn du an den denkst, zumindest das Wort Jan ist jetzt deine Information. Wo war diese Information, bevor ich jetzt das ausgesprochen habe? Und der zugehörige Jan Badarjane, der hat nicht existiert. Ja. Geht es verdammt gut gegangen, solange du nicht an ihn denkst. Der ist in der heiligen Einheit, bis du ihn heraushebst und irgendwo vor dich hinstellst. Aber egal, wo du dir was hindenkst, ist es trotzdem in dir drin. Darauf will ich aber nicht hinaus. Das habe ich oft angesprochen. Wir schauen jetzt wie bei unserem Klingelingeling-Beispiel mal, was da wirklich in dir abläuft. Das heißt, ich sage, schau mal zur Tür hin. Das sind nur Geräusche. Das heißt, es lässt dich an die Tür denken. In dem Augenblick, wo du an die Tür denkst, entsteht eine feinstoffliche Tür. Und jetzt immer wieder dran denken, ich sage, du sprichst in der Regel nur das Wort und du machst dir keine bildliche Vorstellung. Ja. Du hast zwar das Wort Tür gedacht oder gehört von mir, aber du stellst dir diese Wohnzimmer oder die sonstige Tür in dem Zimmer, in dem du dich befindest, dran aufpassen, du befindest dich in einem Z im Meer. Das ist immer eine Geburt im Meer und das passiert immer jetzt, wenn was in dir auftaucht. Ja. Und da ist jetzt eine Tür, eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung.
Ja. Und ich sage, schaut zur Reihe hin. Ja. Okay? Mhm. Und in der Tür, ich sage dann immer noch die Türklinke. Dieses Kli müssten wir jetzt drauf eingehen, das heißt, das ist dann mal mein Alles. Ja, heißt das. Mein Alles. Das ist aber auch, wenn ich das K mit einem Koffer nicht schreibe, kommst du in die Kabbala, wird es zu einem Gefäß. Ja. Da spricht man von den Klis. Ja. Das sind lauter kleine Chats. Die Klis. Ich habe am Anfang des Gespräches gesagt, ich gehe jetzt ein wenig tiefer. Du willst doch, du sagst doch immer, wiederhol immer dasselbe, der soll mal was Neues erzählen. Das müsstest du selber machen, wenn du neugierig bist. Ich weiß, dass die jetzt von dir ausgedachten Geistesfunken, die sich zurzeit als Ariane und als Andrea erleben, dass die das schon in Filmvariationen durchgespielt haben in ihrem eigenen Dasein. Aber ich will nochmal auf was anderes hinaus. Okay, diese Tür taucht ja plötzlich materialisiert in dir auf. Warum? Warum? Auf meiner VR-Brille ist. Ja, durch aber das Wort. Durch das Wort. Das sowieso. Normalerweise sage ich, weil du den Kopf drehst und dann zur Tür hinschaust. Aber das ist falsch, da müsstest du sofort wieder sagen. Nee, das wird nicht. Wieso? Pass auf, der klassische Vorgang, wenn ich jetzt sage, ich raste das einmal ab, du kannst es gerne auch anders denken, aber ich sage, was wirklich in dir abläuft. Das Pixelmännchen, der Lautsprecher sagt, schau mal zur Tür hin. Boah. Dann denkst du an deine Tür, zumindest das Wort Tür, feinstofflich. Und dann drehst du den Kopf und dann wetzelt das Bild auf deiner VR-Brille und dann taucht die Tür auf der VR-Brille auf. Sie wird materialisiert. Und dann sage ich, und jetzt fokussiere dich auf die Klinke in der Tür. Fokussiere dich auf die Türklinke, das heißt auf das Ganze. Das Ganze bist du selber. Aha, ja. Moment. Jetzt ist aber da ein Riesenfehler drin. Ne? Das kann gar nicht so funktionieren, wie ich dir das jetzt gesagt habe. Weißt du wieso? Weil wenn das jetzt so abläuft, ist das schon wieder ein Erklärungsmodell, warum sich das Bild auf deiner VR-Brille austauscht. Ja. Aber du kannst deinen Kopf, der nicht existiert, nicht drehen. Drehen. Pass auf, wenn ich sage, es ist für dich logisch, dass wenn ich meinen Kopf drehe, dass sich das Bild auf der VR-Brille austauscht, aber ein Kopf, der nicht existiert, wenn du das machst, denkst du nämlich an alles, bloß nicht an deinen Kopf. Richtig. Mhm. Es tauscht sich nur das Bild auf der VR-Brille aus. Weil wenn ich jetzt das drehe, sagst du jetzt, drehe den Computer. Gezielt, weil wir das Thema haben. Wenn ich jetzt aber selber der Computer bin und ich sehe nur, was auf meinem Bild ist, wenn der Computer, der den Geist im Zentrum symbolisiert, den roten Kopf, R-A-I, dem Spiegel in der Mitte, den man eigentlich gar nicht denken kann, sobald man den denken, ist der schon wieder was Ausgedachtes. Der Kopf des Schöpfergottes, der ist ja ein absolutes Zentrum. Das heißt, wir definieren jetzt das einmal als einen absoluten Punkt. Absoluten Punkt. Ein absoluter Punkt hat keinen Radius. Eine Drehung entsteht erst, wenn ich mir einen Radius ausdenke. Das ist ja das Problem in der Physik mit den Elementarteilchen. Mit dem Spin. Mit den Punktmaßen. Der absolute arithmetische Punkt hat keinen Radius und wo kein Radius, kann sich nichts drehen. Das sind Blickwinkel. Eigentlich bist du starr. Du schaust immer nur das, was vor dir ist. Du sagst jetzt bloß, vor mir ist hier und vor mir ist hier und vor mir ist hier. Es ist nur vor dir. Wenn du keine Bewegung hast, tauschen sich die Bilder in sich aus, so wie mir Bilder auf dem Bildschirm austauschen, indem wir einfach nur das Farbarrangement dieser Pixel verändern, wo sich aber nichts von A nach B bewegt und auch sich nichts dreht. Wir verändern nur letztendlich den Begel. Begel. Muss ich jetzt das Wort Begel anschauen? P ist die Weisheit und GL ist die Welle. Ja, den Pegel. Den Wasserstand. Da steht schon der Stand drin. Merkt ihr jetzt, wie die Bilder, die Symbolik zu Physik wird, zu reiner Physik wird? Jetzt waren wir schon etwas genauer. Jetzt kannst du ahnen, wenn ich sage, ich mache aus jedem Wort, ist bei mir schlaucherlich ein 400-Seiten-Buch da. Absolut. Das ist wirklich maßlos untertrieben, sondern das ist diese Ebene, die du, wenn du das einmal dir die Zeit und die Mühe nimmst, nachvollziehen kannst. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Das ist nochmal diese kleine Datei vom Holger bloß. Erfolger, glaube ich, war's.
dass du hier dich hinsetzt und das magst du aber erst, wenn du Interesse hast. Wenn du noch, je nach auf der Seite, wo du dich befindest, in deinem Lebensbuch noch andere Sachen zu lernen hast, Menschlichkeit und so weiter und so fort. Es hat ja immer jeder recht. Ich kann euch nur immer wieder darauf hinweisen, oder dich, Geistesfunken, jetzt habe ich eine Mehrzahl genannt. Ich sage immer wieder, wir sind letztendlich ein Singular, rot geschrieben. Und das führt uns natürlich zu den Problemen der momentanen Welt. Muss ich ganz kurz nochmal einschalten. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, aber das ist ja wichtig. Das ist nämlich unser Sinn. Das lateinische Sinn. Habe ich so oft gesagt, hier steckt eigentlich schon alles drin. Wenn aber, wofern, da müssten wir jetzt natürlich wissen, doppelt aufgespanntes Kreisen, das ist, erzeugt die Peripherie, das ist immer um dich herum, das erscheint dir fern. Das ist immer, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Da ist schon das zeitliche Denken drin. 1869 ist schon das geistliche Denken drin. Das heißt nämlich, Raumzeit sind Spiegelungen. 69. Ich und meine raumzeitlichen Spiegelungen. Ich kann auch das in Einzelbuchstaben lesen, dann heißt es ich, I-Chat und meine aufgespannten Spiegelungen. Ja. Und die aufgespannten Spiegelungen zusammen, das Gag ausgedacht, das Gegenteil und das Gegenseitige, das führt uns jetzt praktisch hier zu unseren Hüben 3 und Drüben 3. GG. Ja. Ja. Jetzt könnte ich wieder, wenn du dich erinnerst, Andrea, dasselbe hier gegenseitiges vorhergegangen ist. Es gibt kein Vorher. Das Ganze kann man jetzt dann auch reinsetzen, dass ich die Radix Qua, affin, aufgespannte Schöpfung, Qua, eine affin aufgespannte Schöpfung, wenn wir das hebraisieren, auf der einen Seite da, wo, da ist, da ist. Ja. Da steckt das auch schon wieder mit drin. Sowohl als auch. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Beides. Sowohl als auch. Eine affin aufgespannte Schöpfung, es steht doch schon da. Das ist die Vordersprache. Steht schon da. Mhm. Sehr, es geht, du musst es erahnen. Ich sage immer wieder, ich rede von etwas, was dein momentaner Verstand gar nicht fassen kann. Es klingt dann immer so unendlich arrogant. Da muss ich hin. Sorry. Das klingt dann immer so unendlich arrogant, wenn ich immer das Wissen, die Weisheit, die du in dir trägst, es überragt das ganze Wissen, das du den angeblichen Experten zusprichst. Mhm. Ist es so schwer zu verstehen? Ich sage, der Schlüssel besteht darin, du musst jeden, Moment darf ich jetzt nicht sagen, du musst dir immer bewusst sein, Sein, Bewusstsein ist nicht existierend. Du musst immerwährend bewusst sein, dass du ein träumender Geist bist. Und dass alles, was du erlebst, aus dir kommt. Und dass dieses Erlebnis, was ich jetzt sage, deine Traumwelt ist dein Körper. Das ist der neue Kupp. Ja, das ist das. Blau gelesen. Ja. Dein Gehirn, ich kann auch das G von der Rot machen, wird zu aufgespannten Wissen. Ja. Das ist ein Gefäß, ein Glied. Das ist aber auch mein Alles. Mehr existiert nicht wie das, was jetzt im Moment da ist. Und du siehst es unter Licht einer ständigen Veränderung. Aber letztendlich, diese Veränderung ist immer im Gleichgewicht. Das haben wir so oft gesagt in dem Drehen. Und es kommt aus dir. Das heißt, alles, was irgendeine Figur in deinem Traum spricht, ist letztendlich, bist du die Quelle davon. Que, qua, que, Quelle. Du fängst an, dich zu quälen. Und das Ganze kommt mit Verlustangst. Das Festhalten. Ich bin immer wieder bei dem Festhalten. Dem Festhalten bei Meinungen. Ich brauche da so eine große Wohnung. Ich habe ja so viel Zeug. Wenn du ein bisschen wach wärst und dann immer reden, ich habe ja alles verstanden, Andrea. Wenn du da ein bisschen wach wärst, kannst du dann bloß über dich selber lachen. Du fragst dich da, warum ist das so hartnäckig in mir? Weil es so ist, weil ich mir das so denke. Es ist einfach, weil du das loslassen lernen musst. Und es ist jetzt kein Aufruf, dass du plötzlich was hinschmeißt, weil das wäre jetzt dann sofort wieder Kaufmannsdenken. Ja. Gegen ich bin in den einfachen Sets gewaltig drauf ein. Du musst auch wissen, warum mache ich das jetzt? Warum? Frag dich, warum ich jetzt dieses oder jenes will. Gibt es auch eine einfache Antwort? Weil mein Programm mir das vorschreibt. So ist es.
kommt alles Ist aber immer wieder das, warum ist das jetzt, weil ich es denke? Jetzt kann ich ja fragen, warum denke ich das jetzt? Weil mein Programm, das ich zurzeit noch in mir habe, genau diese Einseitigkeit, dieses einseitige Wollen oder Nicht-Wollen in mir aufwirft. Das erkenne ich Wenn gleich. du das Programm nennst, dass ich sage, okay, das ist letztendlich mein Text auf der Bühne, das ist, dieses Programm ist die Rolle, die ich zu spielen habe. Und ich immer während mir bewusst mache, dass ich ja bloß eigentlich ich, wer anders bin, als das, was ich als personifizierte Person erlebe. Also diese Person ist ja auch bloß ein Gedanke von mir. Es ist diese Sache. Es ist hundertprozentig sicher, wenn du nicht an deinen Körper denkst, existiert er nicht für dich Geist. Für einen träumenden Geist, wie oft denkst du an irgendwas, wo du nicht an deinen Körper denkst? Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, schau zu dir hin, in dem normalen Tagesablauf, wechselt sich durch diese Worte die Bilder auf deiner Farbbrille. Den Kopf hast du dabei nicht gedreht. Weil du kannst nur einen Kopf drehen, den du dir ausdenkst. Aber in dem Moment denkst du dir den Kopf nicht aus. Denkst du dir deinen Kopf aus, wenn du durch die Stadt gehst und in die Schaufenster reinschaust? Denkst du dir da deine Augen aus? Aber wenn deine Augen nicht existieren, Sachen, die nicht existieren, wie sollten dann die Augen was sehen? Also es funktioniert ganz anders. Und alles, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Das heißt, du musst erst einmal die geistige Reife haben, dass du das akzeptierst. Und du wirst jetzt feststellen, und da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, versuch bitte nicht irgendeinen Gedanken, einen Menschen in dir davon zu überzeugen, du machst dir das Leben zur Hölle. Du wirst dann feststellen, dass die größten Feinde sind deine Hausgenossen. Das genau. Geh mit ihnen um, wie sie sind, deine Erwartungen, dann werde ich mich dann ganz gewaltig einmischen, glaube es mir. Du musst es allein machen, du musst der Erste sein. Du, der du jetzt den Udo sprechen hörst und was der Udo dir sagt, ist das, was du dir ausdenkst, weil jetzt spreche ich, JCH, zu dem, der du bist, zu dem Geistesfunk, zu meinem eigenen roten Ich, das ich letzten Endes auch selbst bin. Klingt für einen Materialisten extrem kompliziert und ich sage, ich bin der, der sich das Gespräch jetzt ausdenkt. Ich bin der sich jetzt die Ariane ausdenkt, das Pixelmännchen Ariane, der sich das Pixelmännchen Andrea ausdenkt, der sich das Pixelmännchen Udo ausdenkt und der jetzt, wenn er an sich selbst blau gelesen denkt, sich den denkt, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Der sich das alles ausdenkt und der sich jetzt so viele Sachen ausgedacht hat, während er das Video angeschaut hat. Aber dieses Während war kein zeitlicher Akt, sondern ein ständiger Wechsel von Bildern und ein ständiger Wechsel von Geräuschen. Dieser Wechsel von Geräuschen ist ein schwingender Lautsprecher, den ich mir jetzt ausdenke, der die ganze Zeit gar nicht gesprochen haben kann, weil ein Lautsprecher, der nicht existiert, kann nicht sprechen. Wir sind wieder beim selben System. Richtig. Selbst wenn du denn jetzt in die Kiste reindenkst, du kannst in der Kiste nicht reinschauen, weil es keinen Raum gibt. Du siehst immer, du kannst nicht in ein Zimmer reinschauen, weil man kann in das Meer nicht reinschauen. Du kannst immer nur Oberfläche betrachten. Und jetzt sagt es einmal der Materialisten und dann wird er sagen, ich kann doch in ein Zimmer oder in eine Kiste reinschauen. Ich sage, sobald du dich in das Zimmer hineinbewegst, um reinzuschauen, schaust du wieder bloß Oberflächen an. Und du schaust immer von dem Innersten, den ich am Anfang erklärt habe, der sich als Ding an sich gar nicht drehen kann. Da muss ich mir zuerst eine Richtung denken und dann brauche ich dieses System. Ja. Das führt uns dann rumdrehen, die Kugel, die Sphären. Das führt uns jetzt zu den Sphären. Und jetzt mache ich einen ganz geschickten Bogen zu unserer Erklärung mit der 32. Das sind nämlich die Sephirot. Wir haben 32 diese 10 Sephirot mit den Wegen dazu. Da steckt die 32 mit drin. Und das ist das Leben, das dann zum Bolan-Licht wird. Ist am Anfang des Gespräches mit dabei. Und da heißt es dann, dreh die Buchstaben, vertausche die Buchstaben. Was ich in Du bist ich in diesem kleinen Anfang ja mache, Elke kennt Melken, dieses System, wie man das entzippt. Und da schreibe ich der Einfachheit halber noch, du kannst innerhalb einer Oktave schauen, wie sie würde. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das schnell herkriege. Kleinen Moment. Muss ich aufrufen und dann muss ich hier bei 1000 Seiten die Stelle suchen. Aber ich habe jetzt einen sehr schnellen Rechner. Müsste es eigentlich total super schnell gehen. Schau da. Also jetzt muss ich den Bildschirm nur übertragen. Kleinen Moment.
Das ist halt der Vorteil von einer schnellen Rechenmaschine. Was meinst du, wie schnell du rechnest, wenn du lichtgeschwind denken kannst? Ja, jetzt. Schau, das ist diese Stelle. Ja. Nochmal darauf eingehen, das ist aus du bist ich und da mache ich dieses Zippen, das vorne machen wir jetzt. Die Kleinigkeit nochmal für einen, der da neu konfrontiert wird. Ich weiß, ich muss das weder dem Intellekt Andrea noch der Ariane erzählen. Das heißt, wenn man die Zeichenfolge Himmel genauer betrachtet, befindet sich in dem Wort Himmel das Wort im. Das Wort Meer, Hayom. Also kann man auch lesen im Himmel, wenn wir das jetzt entzippen. Okay? Dann habe ich jetzt hier so eine Kleinigkeit in deutscher Sprache. Ein seltsamer, das ist jetzt einmal zuerst wild und das, was man mit der Tora macht, die Tora heißt ja Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, unsere Spiegelungen, die sind letztendlich zusammenhängend. Und Ja. jetzt drückt mal, dass man einen Sinn kriegt, da haben wir das erst einmal in Worte ein. Ein seltsamer lebt, den Himmel kennt. Jetzt machen wir genau nach diesem System. Innerhalb einer Oktave, sage ich noch. Du kannst es natürlich noch ausufern und du kannst sogar die Zeichen austauschen. Aber das habe ich hier weglassen, weil ich will jetzt ja verstanden werden. Dann haben wir hier, schau, darf man Worte, Buchstaben überspringen. Dann haben wir eine, siehst du, ein E hier oben. Das schreiben wir hin. Eine Eins. Ein Ja. Eins. Dann haben wir das Wort IST innerhalb von 7 Zeichen. IST ist. Dann haben wir eine Insel. Ja. Insel. Eine Eins ist eine Insel, ein seltsamer lebt. Er ist ein seltener Same. Er ist das Meer. Er lebt im Himmel. Er erlebt Eden. Und dann kommt dieses Elke, kennt melden. Das können wir jetzt nochmal unter. Das ist dieses Grundprinzip. Und was jetzt natürlich ist, dass du die Buchstaben laut Zephyr-Yetzirah, das Buch der Fernwertung, kannst du die sogar tauschen. Was ich immer sage, wir können dieses Ayin, können wir auch rückwärts lesen. Elle, du kannst es auch noch spiegeln, weil wir ja nur jonglieren. Das heißt, dazu brauchen wir 32 Perspektiven. Das ist jetzt die, ich habe heute vor dem Gespräch, bevor du dich zugeschaltet hast, habe ich die 32 Perspektiven erklärt. Wir haben zuerst unsere 16 Perspektiven, die ich nochmal genauer erklärt habe. Dann immer Okay. dran hängen unser Ja. BD, Q, P, dass dieses eine Zeichen, jedes Zeichen in 4 Versionen existiert. Das sind elementare Grundzeichen. Und wenn wir diese Tasse drehen in unseren 16 Perspektiven, wird jedes dieser Zeichen zu jedem dieser Zeichen. Ja, das jedes Zeichen zu jedem. Wir wollen doch genauer werden. Und glaubt mir, es ist mir in keinster Weise möglich. Jetzt kommt mir in einem meiner selbst, wenn ich immer selbst gespreche, meine ich jetzt die Bücher, ist die schöne Sache mit, stell dir vor, so wie dein Intellekt jetzt ist, du schrumpfst zusammen und bist in den Körper einer Ameise. Ist so. Ich komme Und dann gehst du in einen Ameisenhaufen rein und du hast nicht. jetzt nur einen Ameisenkörper, aber das kleine Ameisengehirn ist dein jetziges Gehirn, dein Intellekt. Dann sage ich, zuerst einmal bist du in den Ameisenhaufen der Dümmste. Bist du ja. Weil du zwar so unendlich mehr weißt wie jede dieser Ameisen, aber komischerweise, wie Ameisen funktionieren, hast du dich noch nie auseinandergesetzt. Die Regeln in dieser Sekte, diese Insekten, die Regeln dieser Insekten kennst du überhaupt nicht. Das heißt, für einen, der Kabbala studiert, ist es ein unendliches Buch mit 7 Siegeln. Für mich ist es Insektenwissen. Ja, verstehe. Joe Also Black. versucht Ihnen das nicht, Joe Black. Erdnussbutter. Wie ist das mit dem Wissen? Nimm 1 Million mal 1 Milliarde und das potenziere mit der Unendlichkeit und dann kommst du ungefähr dahin, wo wir es am besten nicht sprechen. Und jetzt erinnere ich wieder an dieses Aleph, das ich dir beibringe, dass du es Aleph auf der Schieferntafel zeichnest. Dann kannst du meine ganzen Offenbarungen in- und auswendig mit allem, was dazugehört. Das heißt, dann kannst du auch alles, was Physiker wissen, Quantenmechaniker, Stringtheorie, das ist ja nur unendlich zerdacht. Und wir reduzieren das auf ganz einfache Metapher. Wir machen hier Blackboxen draus, Chats. Okay, ja. Und das Ganze funktioniert, wie wenn ich jetzt ganz einfach zu dir eine Frage, ich frage dich geistesfunk mit deinem Intellekt, kannst du lesen und schreiben? Und du sagst ja. Kannst du das auch auf Chinesisch? Chinesisch? Dieses Chinesisch führt uns natürlich zwangsläufig, jetzt muss ich nochmal einschalten. Das führt uns zwangsläufig hier zu dem Wort Sinn. Da war ich gerade, ich habe wieder nicht weitergemacht. Ich muss immer Prioritäten setzen.
SIN, ja. Raumzeitlich intellektuell, das führt dich zu einer raumzeitlich intellektuellen Existenz. Ja. Und jetzt haben wir das Wort Qi, heißt ja Leben. Mhm. Ist die existierende Schöpfung. Ja. Diese existierende Schöpfung wiederum ist, sag ich dir gleich, so hoch entwickelt sich der Mensch glaubt, ist noch lange nicht gar gekocht. Mhm. Da steckt schon diese Gehirnberechnungen. Solange du noch Gehirnberechnungen machst, bist du ein Reisender, der in der Fremde übernachtet, nämlich in seiner eigenen Traumwelt als Brösel. Mhm. Dann bist du noch sehr roh, ungekocht, ja. Und ich werde dich weich kochen. Mhm. Okay? Mhm. Das ist China. Mhm. Und dann haben wir das Wort Zapfen. Denk an die Zäpfchen im Auge. Ja. Das heißt, auf den Zapfen schwimmen beginnt jetzt einmal die Geburt einer Schöpfung. ZA heißt herausgehen, ich spare mir das jetzt. Das Aleph als Vokal rausgeschrieben führt uns zu ZB. Mhm. Dieses ZB heißt, auf den Zapfen taucht etwas auf und das ist das Symbol, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Danke. Das sind deine Gedankenwellen. Mhm. Mhm. Und das ist doch Sinus, ist doch Sinn. Genau. Denk an den Sinn. Muss ich den nochmal hinmachen? Ups. Seid ihr noch dran? Ja. Warum läuft denn der jetzt nicht an? Nein, das war's, dann soll es nicht sein. Jetzt ist der ausgestürzt hier. Dann ist wurscht. Ausgestürzt, schönes Wort. Ausgestürzt. Da muss ich rein, Moment. Die Conditio sine qua non, so oft erwähnt, die Bedingung, ohne die nichts geht. Es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendal. Es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist. Es gibt aber auch keinen ausgedachten träumenden Geist ohne einen Traum. Immer die Mitte. Das heißt, wenn du ich bist, bist du etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Das ist das, wo ich sage, du bist etwas, was nicht in keinster Weise existieren kann, aber was nicht existiert, kann auch nicht vergehen. Alles, was heraustritt, existere, wird wieder zurückkehren, spätestens wenn das Neue heraustritt. Du bist unsterblich, das ist meine Botschaft, das ist das Einzige. Ich erkläre dir, was du bist. Und das kann ich jetzt antworten, du bist rotgeschriebener Geist, du bist ewig, unsterblich und du bist alles. Das bedeutet Holofeeling und nichts davon. Und das einmal hören reicht nicht aus. Und ich habe noch Großes mit dir vor. Mit Sicherheit nicht mit diesen Pixeln, die du dir jetzt ausdenkst oder mit dem, der du zu sein glaubst, sondern mit dem, der du bist. Schau mal zuerst einmal, dass du ich wirst, rot. Und dann wollen wir schauen, dass du dann JCH wirst, Vorbücherregal. Und diese Bücherregale wiederum, die sind ja Teile einer Bibliothek. Ich sage, da gibt es ein Bücherregal und da steht vor dem Bücherregal steht Jahwe. Ja. Das ist das Bücherregal, das mit der hebräischen Kultur zusammenhängt. Und vor einem Bücherregal steht Jesus, das ist das Bücherregal mit der christlichen Kultur. Und dann steht ein Bücherregal, da steht Buddha davor, statt JCH. Wo ich sage, dieses Ich. Das ist natürlich alles Ich. Es sind lauter verschiedene Ichs. Ja. Jetzt können wir uns viele Kulturen nennen und so weiter und so weiter. Und da ist dann alles hineingezippt. Es ist halt unendlich zerdacht. ZR, ZR. Die Geburt von Berechnungen heißt zu Form werden. Weil sobald du eine Berechnung tätigst, kriegst du eine Information. Das heißt, in dir ist eine Form, die eigentlich keine Form ist, weil in dir auch eine Verneinung ist. Mhm. Und das, wie das funktioniert, da werden wir uns dann die nächsten Leben damit beschäftigen. Aber jetzt tust du zuerst nochmal dieses Leben meistern. Ich sage, diese Klasse bestehen, dass du in die nächste Klasse kommst. Dann ist eh alles ganz anders. Das heißt letztendlich, du musst wach werden. Du kannst wach werden, solange du noch schläfst. Der Geist. Das beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo du jetzt weißt, ich setze mich nicht mehr als diese Persona, diese Figur, diesen Körper, sondern ich, wenn ich an mich denke, denke ich mich als träumenden Geist. Der ich natürlich auch nicht bin. Ich bin der sich jetzt selber als träumenden Geist setzt, weil du kannst dich nicht zu irgendeinem Gedanken von dir machen, ohne dich in einem gewissen Maß
wieder zu einer Facette von dir selbst zu machen, weil jeder Gedanke von dir eine Facette von dir selbst ist. Und das lassen wir es dann gut sein, aber zum Abschluss ein tausendfach erwähnter Satz: Das, was ich dir erkläre, ich UB, ich bin nicht das Spitzelmännchen, nicht der Lautsprecher und nicht der Trockennosen auf Eudo, ist weder ein religiöses Geschwätz, es ist kein esoterisches, raumzeitliches Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistloses, naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was 100% sicher ist. Also lernst erst einmal, was 100% sicher bedeutet. Und dann wirst du feststellen, dass alles an Religion, was man dir erzählt, logische Konstrukte sind, die mit 100%ig sicher nichts zu tun haben. Die sind nur, die erscheinen als 100%ig sicher, wenn du das glaubst, beschwörst. Ja. Aber weise ich nicht immer wieder darauf hin, mach dir jetzt erst einmal bewusst, was heißt, wenn ich schwöre, dann muss ich sagen, ich habe das erlebt, ich Geist habe das selbst erlebt. Ich kenne es nicht nur vom Hören sagen. Ich habe es mit eigenen Augen, ich kann sagen, in meinen eigenen blauen Ecken gesehen. Ja. Dann kann ich es beschwören. Und alles, was ich nur vom Hören sagen kann, vom Erzählen, da kann ich nur beschwören, dass ich das da oder da gelesen habe. Das heißt, diese oder jene Seite ist in mir aufgetaucht. Schriftstück, Film. Oder der auf meiner Verabredung, dieser oder jenes Pixelmännchen hat mir das erzählt. Das kann ich beschwören. Aber ich kann doch nicht 100%ig sicher beschwören, dass das so ist. Das Gemeine ist, sobald es installiert ist, wenn ich mich jetzt als Computer setze und mir das logisch erscheint, dann verwirkliche ich das, obwohl ich es nicht einmal überprüfen könnte, wenn ich wollte. Das nenne ich das Geschwätz von Zweiten. Und jetzt ist das Wichtige: Verlang bitte nicht, dass das irgendeine Figur in deinem Traum akzeptiert. Es werden einige eine Handvoll sein, aber erst dann, wenn du der Erste bist, dann spiegelt sich das aus dir raus. Du musst der Erste sein, der das ganz für sich alleine erkennt. Und so werde ich dann ganz langsam im Hintergrund anfangen, die von dir ausgedachte Welt um dich herum zu verändern. Die Geistlosigkeit, die die Menschen dir demonstrieren, und es, ich kann immer nur sagen, du lebst biblisch gesehen zur Zeit in Sodom und Gomorra, das ist die Welt vor der Sintflut. Und was jetzt da abgeht, was ich jetzt eingeleitet habe, was ich vor jetzt in den Ohrenbarungen bewusst chronologisch hier vor 25 Jahren schon prophezeit habe, das wird jetzt ein Feuerwerk werden ohne Ende, das du entweder erlebst oder nicht erlebst. Das hängt davon, ob du rechtzeitig umschaltest in deinem Glauben oder ob du weiter diese normale Spur des Glaubens weiterdenkst. Dann wirst du in ein Chaos kommen, das du dir in deinem kühnsten Innersten noch nicht vorstellen kannst. Und es kann sein, dass es wieder so, wie man die Welt Untergangsprophezeier. Ja, Zeugen Jehovas, wo dann sagen, die haben schon so und so oft den Weltuntergang. Ich prophezei dir den Weltuntergang. Ich muss das dann mal wissen, was Welt bedeutet. WLD heißt das Brandopfer. Wir haben einen polaren Rand und die Welt, die du dir denkst, die geht jeden Moment unter, wenn du nicht mehr dran denkst. Welt ist deine momentane Information und die unterliegt einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Viel wichtiger ist, was nach jedem Moment wieder auftaucht, wie sich diese Kette jetzt chronologisch gedacht, wie die sich weiterentwickelt aufgrund deiner Reaktionen. Es ist ja immer das nächste Bild, das auftaucht. Wird ja maßgeblich von dir gesteuert, wie du darauf reagierst. Ja. Ich könnte jetzt wieder sagen, denk an meine Kreuzung. Du stehst jeden Moment an einer Kreuzung, vor der Kreuzung. Du musst reinfahren und dann musst du hier in die Kreuzung kurz durch den Mittelburg und dann tut sich die nächste Spur auf. Ja. Und wo du hinfährst, das bestimmst du zurzeit. Nicht du Geist, das bestimmt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und solange du logisch bleibst, kommst du aus dem System nicht raus. Die Freiheit ist das unlogische Denken. Jeder logisch von dir getätigte Gedankenakt hält dich in dem Gefängnis deiner momentanen Traumwelt fest, bis in alle Ewigkeit. Bis du zumindest unlogische Sachen zulässt, innehältst und es geschehen lässt. Darum bin ich als Jesus nicht davongelaufen vor dem Kreuz. Weil ich merke, du schiebst das eigentliche Problem bloß vor dich her. Und das ist natürlich jetzt ein Hexenkessel hier mit dem Corona. So einfach, es geht nicht darum, dass du keine Angst vor dem Coronavirus hast. Aber du saugst dich ja ständig mit Medieninformationen vor. Jetzt, dass so und so viele tausend Flüge ausfallen, dass die Hotels, dass hier Verdienstausfälle sind ohne Ende in einer Welt, wo man meint, Geld erhält an einem Leben. Du wirst dich wundern, wie sich das aufschwingt, so wie sich die Kranken aufschwingen. Die Krankheit ist vollkommen sekundär.
Die Und Peripherie dieses Spiels in einer Welt, die Gott anbetet, die glaubt, Geld ist wichtig zum Überleben. Es ist das Unwichtigste, was es überhaupt gibt. Es baut ja alles nur auf dem Geld auf. Ich habe hier den Daniele Ganzer zum Beispiel hier gerade morgen reingestellt über die wirklichen Ursachen des Syrienkriegs. Ein ganz hervorragender Vortrag, natürlich nur raumzeitliches Geschwätz, aber versteht die Symbolik. Er geht auf die Worte schon mit ein. Das einseitige, die Frames, wie er das nennt, das einseitige Auslegen von Worten. Natürlich in einem ganz anderen, sehr rudimentären Kontext, so wie ich das mache, ist es nochmal ganz anders. Es ist schon mit drin, dass du Worte hörst, wenn du Nazi hörst oder Neger hörst. Plötzlich ist es eine Beleidigung. Es sind vollkommen neutrale Worte, sind vollkommen neutrale Worte, bis du sie einseitig machst. Im Judentum würde ich sagen, bis du anfängst, die Masora festzusetzen, wie was die Worte bedeuten. Heißt jetzt das Gesicht oder heißt es Inneres? Also. Heißt jetzt das Gott oder heißt es nichts? Das ist das Spiel. Beides. Ist es Berg oder Tal? Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, ist jetzt hier meine Wohnung, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Klo? Das sind so dumme Fragen. Die ganze Welt, die Weisen deiner Welt hängen genau in dieser Geistlosigkeit. Aber immer dran denken, das sind viele im Führerscheinprüfungsbogen. Du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Und da weise ich nochmal darauf hin, dass wenn ich jetzt auch Fehler, eigentlich sind es gar keine Fehler, bei dir fällt noch sehr viel zu vollkommen. In einem Führerscheinprüfungsbogen gibt es überhaupt keine Fehler, da gibt es bloß Wählen. Es gibt nämlich bei jeder Frage gibt es verkehrte Antworten und eine oder mehrere richtige Antworten. Weil es die einen oder die anderen gar nicht gibt, fällen tut auch nichts, wenn du genau hinschaust. Ist natürlich die Einseitigkeit, ist, dass du meinst, es geht bloß um die richtigen Antworten. Und die verkehrten brauchen wir nicht, aber die richtigen Antworten, die du ankreuzen sollst, wären ja gar keine richtigen Antworten, wenn nicht daneben verkehrte Antworten stehen würden. Es wäre der Berg gar kein Berg, wenn er daneben zwei Täler wären, zwei Tiefen wären. Ja. Das Minus Minus ist unten. Immer weg den Geist oben. BRG. Darum haben wir ja, der Berg im Hebräischen ist ja HR, das heißt der Kopf des Schöpfergottes. Jetzt könnte ich wieder sagen, der steht über allen, wenn du auf der Balance Eckart, der eine, der auf der Spitze ist. Aber da kann natürlich dann die Tiefe des Meeres dazu. Wenn ich mal sage, ist jetzt die Quelle eines Seins oben oder ist sie unten? Ich sage, nein, die ist in der Nein, Mitte. in der Wenn du Mitte. das rausspringen lässt, dass du sagst, Gott ist oben, muss an Gott unten gehen. El Hayom, Haim, Him und Him El. Die zwei sind letztendlich eins in der Mitte. In der Das Mitte. war's jetzt. Jetzt habe ich nochmal wiederholt, aber ich sage jetzt, wir können das genau machen. Das muss so schlafwanderisch in dir sitzen, so wie wenn du weißt, dass du Bilder auf deiner Verabredung austauscht, nicht weil du den Kopf drehst, dann läuft das Programm noch in dir. Dann läuft das Programm in dir, im Hintergrund. Darum sage ich, schau in dich rein, was du glaubst. Und es geht nicht momentan, dass du das veränderst, sondern dass dir wirklich bewusst ist. Es klingelt und jetzt schau in dich rein, was da noch in dir drin ist, warum dein Handy klingelt oder das Telefon klingelt. Und dann hörst du auch Zwitschern in dir auf und jetzt schau in dir rein, was du glaubst, wieso Zwitschern in dir auftaucht ist. Und solange du noch glaubst, es zwitschert, weil da Vögel außen sind und es klingelt, weil da ein Handy außen ist, wenn du nicht dran denkst, hast du nichts, absolut nichts verstanden. Das ist mir wichtiger wie alles anders. Wenn du das installiert hast, dass dir das jeden Moment bewusst ist, bist du 10-mal, 100-mal, 1000-mal weiter wie welche, die wie die Weltmeister aufhören, weil sie ein bisschen in Holofeeling reingelesen haben und das komplett missachten. Das ist jetzt wichtig gewesen. Also mach dir keine Gedanken über die hebräischen Zeichen. Ich sage immer wieder, das musst du nicht wissen. Das muss dir bewusst sein. Du musst jeden Moment bewusst sein, was jetzt da ist. Und das ändert ständig. Es hüpft hin und her in dir zwischen sinnlicher Wahrnehmung, sinnlich materiell wahrgenommene Information und zwischen reiner feinstofflicher Gedankenwahrnehmung. Es springt hin und her, du kannst dir das bewusst machen. Es ist ein Riesenkomplex, ein Gemisch teilweise, wo du gar nicht so schnell schauen kannst in momentaner Auffassungsgabe, wie sich das verändert. Aber es existiert immer nur das, was ist. Und du kannst diese Veränderung nicht aufhalten. Was du durchaus kannst, du kannst irgendwann nochmal was dran ändern, dass sich immer dieselbe Scheiße wiederholt, sondern dass was vollkommen Neues auftaucht.
Aber wie soll was vollkommen Neues in dir auftauchen, weil das vollkommen Neue würde immer fremd, verkehrt, falsch und gefährlich erscheinen. Du willst ja auf den Gleisen deiner Logik bleiben. Du willst immer schön logisch sein. Meins, mein Besitz, meine Bücher, ich sag mal, mein Körper. Jetzt werde ich alt, jetzt werde ich grau, meine Haare. Ich sage, es ist ein sinnloses Unterfangen. Sterbliche Lebewesen, per Definition Enosch, Menschen, Medim, MT, Gestalt gewordene Erscheinungen des Meeres, die Leute, die Menschen am Leben erhalten zu wollen. Jetzt schau mal die Weisen deiner Welt an, die immer von der Menschheit reden. Dass die Menschheit überlebt, das sind Oxymoren, das sind Widersprüche in sich selber. Das heißt, hier vergängliche, sterbliche Menschen will ich am Leben erhalten. Was ist die Menschheit in deinen Augen? Menschheit ist jetzt ein Wort. Es ist ein Wort, nur ein Geräusch. Was machst du für eine Vorstellung aus dem Geräusch? Habe ich vor 25 Jahren in einem Männershop gesagt, vor fast 220 Jahren. 7 Milliarden Trockennasen auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Das alles sind logische Konstrukte. Das ist der Virus. Das ist der Virus, den du dir eingefangen hast. Und du solltest dir nur bewusst machen, wie intensiv der noch in dir wirkt. Und wenn dir das bewusst war, wenn ich jetzt sehe, dass du anfängst, das zu akzeptieren, dann lausche ich das für dich aus, weil ohne mich kannst du überhaupt nichts machen. Und ich muss jetzt wieder dazu sagen, ich meine jetzt natürlich nicht das Pixelmännchen. Es ist eine Abhängigkeit. Ich brauche dich genauso, wie du mich brauchst, weil ohne dich bin ich ein absolutes Nichts. Darum habe ich mich zuerst mal als JCH erschaffen, in dieser Märchengeschichte, um dann mit 33 Jahren in der Welle festzustellen, geil, das Geist, dass ich kein Gehirnlicht, sondern ein geistiges Licht bin und damit wieder eins geworden bin mit UB, mit mir selbst. Und jetzt brauche ich dich, das große, rote Ich. Und du wiederum brauchst dein blaues Ich. Genau so ist das. Der Computer braucht Daten und Programme. Und Oh, erst jetzt kommen wir irgendwann einmal in die Welt, in diese blaue Kaffkoll, in diese ausgedachte Welt, wo wir was erleben können. Wo ich immer sage, willst du dich zu Tode langweilen? Die ganzen asiatischen Deppen, die ich mir jetzt ausdenke, Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die meinen, das Hirn heiligt, sich in die Stille zu meditieren, ins ewige Nichts zu meditieren, dass man nicht mehr gequält wird von dem Leben. Werde ich gequält, wenn ich mir einen Film reinziehe? Quäle ich mich, wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue? Eine Komödie, Dramödie? Nein, ich tue mich extrem geistreich, vielfältig ernähren. Sehe das also hier, wie ich immer sage, Belletristik oder jetzt bildgewordene Filme, verfilmte Bücher. Dass das schlichtweg und einfach hier Unterhaltung ist. Jetzt kann man wieder unten halten. Kann man alles austauschen. Oben halten, unten halten. Es gibt kein Oben ohne unten. Dann musst du so eine feine Antenne kriegen für deine eigene Einseitigkeit. Und ich quäle mich doch nicht, wenn ich mich sehr abwechslungsreich diesbezüglich ernähre. Wenn ich mal so, ich will doch nicht nur Liebesfilme sehen. Ja. In dem Moment, wo ich weiß, dass mir selbst Nichts absolut passiert. nichts passieren kann, kann ich alles genießen. Heute Abend kommt der gruselige Film, ich freue mich schon, wie oft habe ich das schon gesagt? Ist alles logisch. Aber den hyperrealen Film, den ich jetzt in einem Kopfkino ablaufen lasse, auf der VR-Brille, welche jeder Kleinigkeit, die in dir auftaucht, weil da ein paar Pixelchen in deiner symbolischen Retina sich verändern, in der Farbe verändern, und das Bild sich dadurch und deine Interpretation verändert, kriegst du eine Scheißangst, dass dir was passieren könnte. Es sind Gedankenwellen. Du bist immer und es taucht eine Welle in dir auf und du sagst, wo habe ich Angst vor dir? Was ist das für ein Meer? Was ist das für ein El Hayom, für ein Gott? Ein erbärmlicher Gott. Ich habe den Hulk unterhalten. Puff, puff, puff. Ich bin ein Gott, du Kreatur. Ich bin ein Gott. Erbärmlicher Gott. Ein ausgedachter Gott ist ein erbärmlicher Gott. Egal, ob du dir als Jude einen Gott ausdenkst oder als Moslem ein Allah ausdenkst oder ein Jahwe ausdenkst. Es sind alles blaue Figuren, die sind vergänglich. Vorstellungen von geistlosen Göttern, die zuerst einmal bewusste Götter werden müssen.
Gotteskinder werden müssen. Ich nenne das Geistesfunk. So, jetzt lassen wir es gut sein. Spielt noch eine Runde. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.